Die letzten 1,5 Wochen waren, kann man wahrscheinlich echt so sagen, überschattet von den Ereignissen bei Thomas Cook. Das hat verdammt viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich war auch überrascht, wie viel Aufmerksamkeit das von euch bekommen hat. Das war ziemlich beeindruckend, aber ist tatsächlich ja auch ein sehr interessantes Thema gewesen. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Was man dabei dann in den Nachrichten vergleichsweise schnell nach unten durchsortiert hatte, war, dass mit Adria Airways dann auch eine weitere Fluggesellschaft in den letzten Tagen vom Markt verschwinden musste. Eine Fluggesellschaft mit einer ebenfalls sehr langen Geschichte. Und dass Adria Airways insolvent ist, das ist jetzt wahrscheinlich für die wenigsten von euch wirklich eine Neuigkeit oder eine Nachricht. Aber in diesem Video sprechen wir noch mal ein bisschen ausführlicher über das, was da jetzt in den letzten Tagen passiert ist und was Adria Airways überhaupt für eine Fluggesellschaft war. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr merkt es wahrscheinlich ein bisschen. Ich bin etwas krank. Es tut mir also leid, wenn sich meine Stimme heute nicht ganz so angenehm anhört. Vorausgesetzt, sie hört sich sonst einigermaßen angenehm an. Aber gut, erst mal ein bisschen was zur Thomas Cook-Geschichte. Da hatte man ja in der letzten Woche noch verdammt viele Fragezeichen. Gerade deswegen war das ja auch ein super interessantes Thema. Aber so ein paar Dinge haben sich jetzt in den letzten Tagen herauskristallisiert. Und zwar ist der eigentliche Reiseveranstalter Thomas Cook in England sowie auch die deutsche Tochter Thomas Cook hier in Deutschland, die werden nicht mehr an den Start gehen. Diese Unternehmen sind insolvent. Genauso ist es auch mit der eigentlichen Fluggesellschaft Thomas Cook in England, also mit Thomas Cook UK. Diese Fluggesellschaft stand schon am ersten Tag nach der Bekanntgabe der Insolvenz am Boden und ist auch nicht wieder in die Luft gekommen und wird das auch in Zukunft nicht mehr tun. Die meisten Leasinggeber, die Flugzeuge an Thomas Cook verleast hatten, haben ihre Flugzeuge bereits wieder zurückgezogen. Darunter befinden sich auch die beiden Fluggesellschaften Avion Express und Smartlynx. Die hatten über einen langfristigen Leasingvertrag mehrere Maschinen vom Typ Airbus A321 an Thomas Cook gegeben. Und diese Flugzeuge sind nun alle wieder zurück bei ihrem eigentlichen Besitzer. Somit löst sich in Anführungszeichen die Fluggesellschaft jetzt auch schon einige Tage nach der Insolvenz direkt merklich auf und damit verschwindet selbstverständlich auch jegliche Chance, dass diese Fluggesellschaft in dieser Form irgendwann mal wieder in die Luft kommen könnte, wenn aus welchen Gründen auch immer wieder Geld da sein sollte. Das wird hier ganz einfach nicht passieren. Und ganz anders ist es glücklicherweise mit dem skandinavischen Ableger Thomas Cook Scandinavia. Die Fluggesellschaft musste ja ebenfalls kurz nach der Bekanntgabe der Insolvenz am 23. September erst einmal den Flugbetrieb komplett einstellen. Daraufhin hatte man sich dann aber dazu entschlossen, so gut es geht, alles an Geld zusammenzukratzen und die Fluggesellschaft mit den Flugzeugen, die man noch in die Luft schicken kann, auch wirklich fliegen zu lassen, um sie damit auch irgendwo wertvoll zu halten. Und die letzte Zeit, die man noch hat, mit dem Geld, was man noch hat, zu nutzen, um sich in naher Zukunft einen entsprechenden Partner zu suchen, der dann wiederum die ferne Zukunft der Fluggesellschaft sichern kann. Und das, was also bei Thomas Cook Scandinavia zum aktuellen Zeitpunkt passiert, ist durchaus ganz gut vergleichbar mit der aktuellen Situation bei der deutschen Ferienfluggesellschaft Condor. Dort musste man zu keiner Minute den Flugbetrieb einstellen. Dort werden alle Flüge aktuell durchgeführt und mit Hilfe eines Überbrückungskredites der Bundesregierung sind bei Condor definitiv die nächsten Monate gesichert. Das wiederum ist eine sehr wertvolle Zeit für die Fluggesellschaft und natürlich auch für ihre Kollegen in Form der Thomas Cook Balearics mit den in Spanien registrierten Flugzeugen und Thomas Cook Aviation. Das, was aus der Air Berlin Pleite hervorgegangen ist, das sind zwei Unternehmen oder zwei Fluggesellschaften, die zum aktuellen Zeitpunkt ausschließlich für die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor von verschiedenen Orten aus unterwegs sind. Und naja, es ist damit natürlich auch eine Zeit, die definitiv Veränderungen für diese drei Fluggesellschaften bedeuten wird. Aber eben auch eine Zeit, in der man auf die sehr wertvolle Unterstützung der über die letzten Jahre gewonnenen Partner in Form von beispielsweise zahlreichen Reiseveranstaltern bauen kann. Da wird also in Zukunft sicherlich noch etwas passieren. Zum aktuellen Zeitpunkt sind diese Fluggesellschaften aber ohne größere Einschränkungen unterwegs. So viel erst einmal dazu. Jetzt zur Adria Airways. Die slowenische Fluggesellschaft mit Sitz auf dem Flughafen der Hauptstadt Ljubljana war zuletzt mit knapp 20 Flugzeugen in der Flotte unterwegs. Das klingt nicht nach sonderlich viel, ist auch nicht sonderlich viel. Dabei darf man aber natürlich nicht vergessen, dass das Land Slowenien kein wirklich großes Land ist. Dort leben nur etwas mehr als 2 Millionen Menschen und Adria Airways ist dementsprechend doch tatsächlich die größte Fluggesellschaft des Landes gewesen, beziehungsweise es war die Fluggesellschaft des Landes. Und die ist jetzt eben tatsächlich einfach weg.
Von der Hauptstadt Ljubljana aus gab es zahlreiche Verbindungen und auch hierzulande hat man die Flugzeuge der Adria Airways immer mal wieder gesehen. Es gab Verbindungen beispielsweise nach Hamburg, aber auch nach München, nach Frankfurt oder nach Düsseldorf und zuletzt flog die Fluggesellschaft sogar nach Paderborn. Dabei war man bei Adria Airways entweder in Flugzeugen vom Typ Airbus A319 unterwegs oder in Jets der Canadair-Familie oder in propellergetriebenen Maschinen vom Typ Saab 2000. Das waren die 6 Flugzeuge, die zuvor bei der Schweizer Regionalfluggesellschaft Darwin Airline geflogen sind. Ihr erinnert euch vielleicht, in dem Etihad-Video hatten wir da schon kurz drüber gesprochen. Die Darwin Airline, die war mal als Etihad Regional unterwegs, dann als Adria Airways Switzerland. Ganz egal, wie die dann auch hieß, mit dieser Fluggesellschaft konnte man nie wirklich Geld verdienen und die befand sich dann zuletzt im Besitz der 4K Invest. Das ist eine deutsche Beteiligungsgesellschaft, die jetzt auch den Mehrheitsanteil an Adria Airways hielt. Und genau das ist ziemlich schnell gesagt und auch wieder vergessen, ist aber ein extrem wichtiger Punkt. Denn das macht die slowenische Fluggesellschaft tatsächlich gar nicht mehr so richtig slowenisch. Und das wiederum ist tatsächlich ein Grund dafür, dass es nicht wirklich eine Verbundenheit zwischen der slowenischen Regierung und der größten slowenischen Fluggesellschaft gibt. Also die dort verantwortlichen Politiker sind nicht unbedingt der Ansicht, dass ein Land wie Slowenien unbedingt eine Nationalairline benötigt. Das heißt, Adria Airways konnte nicht wirklich in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren auf eine entsprechende Hilfe der slowenischen Regierung bauen. Und als man jetzt gerade, wo es wirklich brenzlig wurde, vor wenigen Wochen nochmal nachgefragt hatte, gab es auch dafür eine wirklich klare Absage. Tja, aber wir gehen nochmal 2 Schritte zurück. Dass eine Fluggesellschaft, eine vergleichsweise kleine Fluggesellschaft wie Adria Airways, in der europäischen Luftfahrt ohne einen großen Partner nicht so wirklich überlebensfähig ist, das ist weder ein Geheimnis, noch ist das in irgendeiner Art und Weise überraschend. Das Stichwort Konsolidierung, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder in vielerlei Hinsicht irgendwo selbst verwendet. Wir haben es irgendwo gelesen, wir haben es irgendwo gehört, wie auch immer. Ist auf jeden Fall präsent. Und das, was da passiert, was schon seit Jahren passiert, jetzt aber richtig Fahrt aufgenommen hat, das macht selbstverständlich auch vor Slowenien nicht Halt. Und dementsprechend wundert es auch nicht unbedingt, dass ein vergleichsweise kleiner Flughafen in einem vergleichsweise kleinen Land und in der dementsprechend auch vergleichsweise kleinen Hauptstadt, es geht also um den Flughafen Ljubljana, seit März 2015 zu 100% der Fraport AG gehört. Und auch die dazugehörige Fluggesellschaft, also Adria Airways, fand glücklicherweise einige Jahre zuvor schon in genau dieser Fraport-Umgebung entsprechende Partner und das ist natürlich dann die Lufthansa-Gruppe. Adria Airways war ab dem Jahr 2010 ein vollwertiges Mitglied der Luftfahrtallianz Star Alliance, kennt man auch, Lufthansa ist ein Gründungsmitglied davon und dementsprechend ermöglichte das dann auch verschiedene Codeshare-Abkommen mit den Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe. Für Adria Airways definitiv ein großer Vorteil. Und trotzdem, bereits im Jahr 2010 hatte die slowenische Fluggesellschaft Schulden in Höhe von fast 100 Millionen Euro angehäuft. Ja, gut, 100 Millionen Euro, das klingt jetzt noch vergleichsweise überschaubar im Vergleich zu den Beträgen, die man beispielsweise beim Fall Air Berlin gehört hat oder auch jetzt bei der Thomas Cook Insolvenz. Da geht es um Milliardenbeträge und da sind 100 Millionen ja noch ziemlich entspannt. Könnte man meinen, aber auch da darf man wieder nicht aus den Augen verlieren, dass man mit Adria Airways hier natürlich eine vergleichsweise kleine Fluggesellschaft beobachtet und um hier 100 Millionen Euro einfach als Summe abzubauen, als Schulden abzubauen, dafür braucht man hier in einer solchen Fluggesellschaft sicherlich Jahre. Jahre mit stetigem Gewinn, um halt eben Stück für Stück diese 100 Millionen Euro wegzuschaffen. Und mit jedem einzelnen Jahr, das man zumindest in der Theorie auf dem Papier dann mit einem Gewinn hinter sich bringt, um den Schuldenberg abzubauen, verstreicht natürlich auch immer und immer wieder ein Jahr ohne Investition. Mit anderen Worten, Adria Airways war schon damals zu dem Zeitpunkt, als sie sich noch zu 10% im Besitz eines slowenischen Kreditinstitutes befanden und zu 90% im Besitz des Landes Slowenien bzw. im Besitz der slowenischen Regierung, die damals in der Situation des Schuldenberges dann auch einspringen musste, die waren schon damals voll und ganz von zukünftigen Investoren abhängig. Man hatte damals sogar noch eine Flugschule, eine eigene Adria Airways Flight Academy, die auch mehr Geld kostete, als sie wirklich dann Nutzen brachte. Und während Fluggesellschaften wie Air Berlin oder später auch EasyJet aus ihren Heimatstädten heraus, aus Berlin, aus London, wie auch immer,
meist Geschäftsleute günstig bzw. immer günstiger in die slowenische Hauptstadt nach Ljubljana brachten, waren die Aussichten für Adria Airways dann halt eben nicht so wirklich super. Denn ein Alleinstellungsmerkmal, was bei anderen Fluggesellschaften ja auch gerne mal nur der Preis sein kann, ist ja durchaus möglich, das hatte Adria Airways eben nicht. Und so wurde die Fluggesellschaft dann im Jahr 2012 zum Verkauf angeboten. Allerdings dauerte es bis zum Jahr 2016, bis dann die deutsche Beteiligungsgesellschaft 4K Invest aus München, die ich eben schon mal kurz genannt hatte, bis die dann endlich über 90% der Anteile an Adria Airways übernommen hatte. Die setzten daraufhin einen Österreicher auf den Chefsessel bei Adria Airways, der wiederum ein straffes Sparprogramm um die Ecke brachte, welches dann wiederum mit weiteren Investitionen verbunden war. Also bis dahin klingt das doch schon mal absolut fantastisch. Das war ja genau das, was man Jahre zuvor von dieser Fluggesellschaft jetzt für die Zukunft haben wollte. Tja, und das Investitionsprogramm, was mit dem Sparprogramm zusammenhing, das sah dann folgendermaßen aus. Man wollte die Flotte vereinheitlichen, und zwar auf 15 Flugzeuge vom Typ Sukhoi Superjet. Also von diesem russischen Flugzeug da. Man setzte sich für 15 Maschinen dort auf die Liste. Und damit wäre Adria Airways ja ein wirklich großer Kunde geworden für das mittlerweile bekanntermaßen unerfolgreiche russische Flugzeug. Aber man hätte immerhin eine sehr moderne und halt eben einheitliche Flotte. Und das ist gerade für Fluggesellschaften in dieser Größe ja echt nicht unwichtig. Ob das dann wirklich gereicht hätte, das ist bei der Zuverlässigkeit des Superjets tatsächlich immer noch ein bisschen fraglich. Der hätte nämlich nur aus zwei Gründen gepasst, und zwar ist die Größe schwer in Ordnung für Adria Airways und das Ding ist halt eben verdammt billig. Aber daraus wurde ja eh nichts. Die Verluste blieben, und während die Fluggesellschaft sich im Hintergrund schon mal so ein bisschen darum kümmerte, eventuell neue Partner ans Land zu ziehen oder vielleicht sogar nochmal die Regierung anzuheuern, die im Jahr 2011 nach der Anhäufung des eben angesprochenen Schuldenberges ja wie gesagt schon einmal eingesprungen ist, da machte man halt eben weiter, bis langsam aber sicher das Geld ausging. Man machte so lange weiter, bis fast nichts mehr da war, beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, wo man kein schnell verfügbares Geld mehr hatte. Man war nicht mehr flüssig, wie man so schön sagt. Ein Liquiditätsproblem hatte man dann, und das war jetzt eben vor gut anderthalb Wochen am 23. September 2019 der Fall, denn dort musste Adria Airways den Flugbetrieb erst einmal einstellen, alle Flugzeuge am Boden lassen. Dann ging alles ganz schnell, während man im Hintergrund verzweifelt versuchte, weitere private Gelder locker zu machen. Aber weder etwas vom eigenen Besitzer noch von der Regierung des Landes Slowenien bekam, zogen einige Leasinggeber ihre eigenen Flugzeuge zurück. Denn Flugzeuge lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt, so wie auch sonst eigentlich immer, hervorragend an andere Fluggesellschaften weitergeben, die eben noch zahlen können. Und das ist bei Thomas Cook zum aktuellen Zeitpunkt natürlich überhaupt nicht anders. Gerade Flugzeuge aus der A320-Familie lassen sich super bei Fluggesellschaften unterbringen, die zum aktuellen Zeitpunkt ganz hervorragend laufen und dementsprechend ganz hervorragend bezahlen können. Mit anderen Worten, in der Sekunde, in der eine Fluggesellschaft nicht mehr zahlen kann, in der sie zahlungsunfähig ist und dem Leasinggeber damit die Möglichkeit gegeben wird, jetzt sofort das Flugzeug an sich zu nehmen, das eigene Flugzeug zurückzuholen und halt eben nach anderen neuen Partnern, nach neuen Kunden zu suchen, wird das auch so gemacht. Und so waren innerhalb weniger Stunden drei Airbus A319, also alle A319, die für Adria Airways unterwegs waren, sowie auch fünf Jets der Canadair-Familie nicht mehr vorhanden. Adria Airways schickte die dann verbliebenen Flugzeuge zwei Tage später noch einmal in die Luft, mit dem gleichen Hintergedanken wie auch Thomas Cook Scandinavia, und zwar so nach dem Motto, wir hauen jetzt alles an Geld raus, halten damit die Fluggesellschaft aber auf einem gewissen Wert durch ganz einfach fliegende Flugzeuge. Das ging allerdings nach hinten los, denn man schaffte es nicht, in diesem kurzen Zeitraum einen entsprechenden Partner zu bekommen, sodass man sich dann jetzt am 30. September in die Insolvenz hievte. Und so verschwindet jetzt eine weitere Fluggesellschaft. Eine Fluggesellschaft mit knapp 500 Mitarbeitern und eine Fluggesellschaft mit einer fast 60-jährigen Firmengeschichte. Okay, und wer übernimmt das jetzt alles? Natürlich ganz einfach andere Fluggesellschaften. Nach kurzen Verhandlungen seitens der Regierung stand ziemlich schnell fest, ab Mitte des Monats übernimmt Lufthansa die Strecke aus Frankfurt nach Ljubljana, Brussels dann dementsprechend aus Brüssel und Swiss kommt dann bald aus Zürich nach Ljubljana. Tja. Und alles andere, das wird sich dann schon verteilen. Und dementsprechend wird die Insolvenz auch ziemlich schnell vergessen sein. Und so hart es klingt, niemand braucht Adria Airways. Diese Fluggesellschaft ist ganz einfach ein Opfer der Konsolidierung. Ist halt so.
Schade drum, aber was soll man machen? In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos in dem jetzt etwas späten Video für euch dabei. Ich freue mich natürlich auf eure Kommentare dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.